Hey mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe heute ein Make-up-Look für euch. Und zwar steht das heute alles unter dem Motto Pink Passion for Christmas. Denn Leute, ich finde auch, Pink muss man einfach mal zum Weihnachtsfest tragen müssen. Und das finde ich jetzt einfach passt so gut, weil am 3. Dezember ist die Glow in Berlin. Und zwar auch unter dem Motto Christmas. Also Weihnachtsglow ist das. Und ja, und ich finde, weil die Glow generell ja pink ist, passt Pink hier einfach total. Ich finde es immer ganz wichtig, mit Pink ist es relativ schwierig, Sachen zu kombinieren, weil es eine sehr, sehr krasse Farbe ist. Deswegen finde ich, muss man eigentlich was Dezentes dazu kombinieren, aber so dezent ist mein Augenlook ja gar nicht. Aber ich finde, dadurch, dass man nur eine Farbe verwendet, geht es wieder und es sollte auch wirklich eine dezente Farbe sein, eben wie Brauntöne. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, Leute, dieser Look entsteht wirklich nur mit Drogerieprodukten. Und ein Glück hat DM jetzt auch nichts im Sortiment. Das macht die ganze Sache für mich einfacher. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt beim Zuschauen. So, wie ihr sehen könnt, Foundation und Augenbrauen habe ich schon gemacht. Als Foundation habe ich benutzt die L'Oreal True Matte Foundation. Dann habe ich meine Augenbrauen umrandet mit dem NYX Micro Pencil von Essence, das Make Me Brow. Getreu dem Motto und habe ich auch pinke Nägel und ich finde sie echt geil, muss ich sagen. Gerade jetzt zu dem silbernen Hintergrund. Da habe ich von Trend It Up ein Nagellack probiert. Zum ersten Mal habe ich diese Marke probiert und ich habe wirklich eine Schicht und zack, boom, fertig. Und so sieht es aus. Nichts anderes, eine Schicht und das war's. Als erstes fange ich an mit dem Concealer und ich benutze meinen absoluten Liebling, nämlich den Fit Me Concealer von Maybelline. So, jetzt habe ich meine ganze Augenpartie einmal aufgehellt und sette das jetzt alles noch gerade auf dem Auge, damit sich nachher die richtigen Töne dann gut verblenden lassen. Einen hellen Ton und nehme einen Blending Brush, einen großen, und verteile das erstmal alles. So viel für die ganze komplette Augengrundierung und jetzt gehen wir an den eigentlichen Look. So, und alles, was ihr braucht für diesen Look, ist eigentlich nur einen einzigen Braunton. Als nächstes kommt Eyeliner und ich benutze den von Maybelline. Wenn ihr jetzt hier drunter oder an der Linie hier das nur noch ein bisschen sauberer haben wollt, so wie ich es jetzt gerade möchte. Ich habe mir jetzt ein bisschen Concealer hier auf den Handrücken gegeben und damit ziehe ich die Linie nochmal nach mit einem leicht angeschrägten Pinsel. So, und damit macht ihr den Eyeliner einfach nochmal sharp. Als nächstes kommt ein silberner Eyeliner und zwar benutze ich den hier von NYX und den ziehe ich hier jetzt schön oben drüber direkt am Rand. Jetzt nehme ich denselben Braunton und gehe damit unten am Auge entlang und vor allem mal hier auch schön die Ecke weit nach außen aus, gehe also Richtung Eyeliner. Natürlich kommt jetzt auch noch Mascara und zwar benutze ich von Essence die False Lashes Mascara. Und weil mir das natürlich noch nicht genug ist, kommen jetzt noch Wimpern dran. Das sind aber lediglich welche für ja, die äußere Hälfte, das sind keine durchgehenden Wimpern. Ich finde es hier einfach nur wichtig, um dieses Cat-Eye nochmal zu betonen und aber in der Mitte das ein bisschen freizulassen für diesen silbernen Eyeliner, damit er echt so ein Eyecatcher ist. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen Glow haben. Und dafür benutze ich den Born to Glow Liquid Illuminator von NYX. Liquid Highlighter trage ich eigentlich immer als erstes auf, auch vor dem Blush noch, weil darauf der Blush dann kommt. Weil wenn man erst den Blush auftragen würde, würde man mit dieser cremigen, flüssigen Textur diesen ganzen Blush ja fleckig schmieren. Und deswegen bei flüssigen Highlighter eigentlich immer vorher drauf machen. Ich tupfe den ein, verteile ihn tupfend, weil das dann eigentlich natürlicher wird. Mhm.
Und dieser Highlighter passt jetzt auch voll zu dem Thema. Er hat nämlich so einen relativ rosa Unterton, also ja, so einen leichten rosa Stich. Und deswegen finde ich, passt es auch zu dem Silber jetzt und auch nachher zum Pink. Als Blush benutze ich ebenfalls von NYX. Also ein Glück ist NYX jetzt in der Drogerie, sonst wäre ich wahrscheinlich echt, ja, verloren. Und zwar ist das hier dieser süße rosa Ton. Also auch ganz wichtig wieder, es ist kein Goldstich mit drin, es ist ein relativ kühler Ton. Und es ist die Farbe Ladylike. Und den trage ich jetzt auf. Und der lässt sich, und jetzt verblendet sich das halt auch richtig schön mit dem Highlighter. So, mein ganzes Thema geht jetzt schon ein bisschen auf. Also man sieht auf jeden Fall, dass der Augenlook mit dem rosa-pink harmoniert. Und jetzt kommen nur noch die Lippen. Das, weil es sollte ja eben ein Look sein, Pink Passion for Christmas. Es sollte ein knalliger Pinkton sein, den man trotzdem gut tragen kann, in Kombination mit einem Christmas-Look, also finde ich auch für Weihnachten. Und das ist natürlich dieser silberne Eyeliner. Es ist übrigens der NYX Buttergloss und oh, die riechen so gut. Oh, lecker. Und zwar in der Farbe Funnel Delight. Und die Dinger, Leute, sind so pigmentiert, da braucht man keinen Lip-Liner und gar nichts. Das ist echt krass. Damit ich aber nicht dieses komplette Mega-Barbie-Pink habe, möchte ich jetzt noch so einen kleinen Ombre-Touch mit reinbringen. Und zwar benutze ich dafür den Full Throttle Lipstick von NYX. So sieht er aus. Und das ist ein super, super schöner dunkler Bärenton. Damit machen wir jetzt alles nochmal ein bisschen gesättigter. Sind waterproof, sind also quasi wie ein Liquid Lipstick, bloß in Lippenstiftform. Also auch antrocknend. Und damit umrande ich jetzt nochmal ein bisschen meine Lippen und mache da durch einen kleinen Ombre-Effekt. Ich gebe mir jetzt erstmal nur hier in diese Ecken rein. Könnt ihr das schon sehen? Ooh, I love it. Und zwar bei diesem Ombre-Look gehe ich quasi von außen nach innen und hier am Rand entlang. Können wir mal bitte über diesen Farbverlauf reden? Love it. Und fertig ist der Look.